Ich melde mich aus dem Urlaub zurück und auch direkt mit den IT-News und ich habe natürlich einiges für euch rausgesucht, weil während der Woche, wo ich weg war, einiges natürlich passiert ist. Fangen wir damit an. Ich finde es ein super spannendes Thema, was uns, ja, viele von uns irgendwie beschäftigen wird, beziehungsweise schon beschäftigt hat. Ach, wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall E-Autos. Und der Herr Lindner möchte ganz gerne, dass die Prämie wieder abgeschafft wird, die man eben bekommt, wenn man sich eines solches, wenes, welches, wie auch immer, anschafft. In dem Fall jetzt hier geht es so ein bisschen um das Thema, okay, wie viel bekomme ich denn dazu? Irgendwo stand es hier, 3.000 Euro nur noch 2025. 4.000 Euro bis 2024 oder ne, ab 23 4.000 Euro noch und so weiter. Danach soll das jetzt wieder schrittweise alles weiter gesenkt werden. Das große Problem, was ich dabei sehe, ist, die Dinger sind ja für uns immer noch nicht lukrativ genug. Ne, also ganz ehrlich, dass ich mir selber ein reines Elektroauto ist in meinem Falle, wie gesagt, das kann für jemanden von euch da draußen ganz anders aussehen. In meinem Falle ein reines Elektrofahrzeug macht einfach noch hier so keinen Sinn. Deswegen gibt es jetzt bei mir demnächst einen Plug-in-Hybrid. Auch da habe ich halt eben das Ganze über die Firmenwagen-Scheiße, tralala, Spucke im Hals. Habe ich das über die Firmenwagen-Scheiße da gemacht und kriege halt eben nur diese 0,5% Bruttolistenversteuerung, tralalala. Aber betrachten wir das Ganze einfach mal ein bisschen globaler. Und wenn ich dann diese Headline, einfach nur diese Headline lese, will Prämie für E-Autos abschaffen, dann denke ich mir, boah, wir haben doch Ziele, wir haben doch irgendwelche Umweltziele. Ist jetzt egal, ich will die Diskussion nicht anfachen von wegen, Elektroauto ist bei der Produktion genauso scheiße wie ein Auto, was ein Verbrenner ist über Jahre. Will ich gar nicht. Will ich gar nicht anreizen, die Diskussion, sondern es geht tendenziell einfach mal darum, ey Alter, wir reden hier über ein paar Milliarden. Wir reden hier über Kleinigkeiten an Milliarden. Wo haben wir es denn gehabt? Irgendwo habe ich dir gehabt, gut 4 Milliarden an Zinsen gezahlt im letzten Jahr. Und dann ist es ist nicht ausgeschlossen, dass kommendes Jahr bis zu 30 Milliarden. Also jetzt im Endeffekt gut 4 zu 30, also das 8-fache ein Jahr später, als ob ein Jahr später das 8-fache an Elektroautos, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und jetzt gehen wir mal davon ab, aber wenn wir mal wieder irgendwo eine kurze Krise haben, irgendwo in, muss jetzt nicht Ukraine sein, irgendwas anderes, dann nehmen wir mal eben ganz kurz, ach guck mal hier, 12 Milliarden. Und weg damit, ne? Aber für uns, unsere Ziele oder sonst was zu erreichen oder uns mal am Fressen zu halten, interessiert im Endeffekt, glaube ich, keine Sau mehr. Ne, deswegen, ja, lasst uns einfach das Geld einfach zum Fenster rausschmeißen. Nächstes Thema, was ich gelesen hatte, ich fand es auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen erschreckend. Es ging darum, dass Apple wohl das neue CarPlay irgendwie vorgestellt hat. Neu heißt und auch nicht wirklich vorgestellt, sondern erst Ende 2023 soll da irgendwie wohl das erste Mal irgendwie was zu sehen sein. Ich glaube, das Foto, was wir hier haben, ist irgendwie Fotomontage, aber worum geht es überhaupt? Es geht darum, dass Apple CarPlay, was ja bei uns zumindest auf dem deutschen Markt, ich weiß nicht, wie die anderen Hersteller damit umgehen, extrem eingeschlagen hat, weil es funktioniert einfach. Gucken wir uns diese missgeborene Scheiß-Drecksoftware von unserem großen VW, ich sage jetzt mal extra mal VW-Konzern an, ist das hier einfach eine Gnade. Stecker rein, läuft, per Bluetooth läuft. Ich kann alle Apps, die ich haben will, aufrufen, läuft. Und nicht irgendwie Frickel warten ewig lange, boah, ist das eine Scheiße und Maps und lädt und TMC. Navigation. Nein, ich habe einfach mein Handy da. Und Apple möchte jetzt ganz gerne, dass das Ganze noch weiter sich ins Auto integriert. Auf dem Bild ist jetzt nicht viel zu erkennen, wo ich sage, yeah, da steht jetzt einfach nichts weiter als Current Trip, sehr klein geschrieben. Current Trip und hier dein Kalender und hier nochmal, was ist das hier? Ich kann es gar nicht lesen. Egal, auf jeden Fall Garagentür. Also so viel mehr haben die jetzt in dieses Bild hier nicht reingebracht und die haben auch nicht viel angekündigt. Die haben nur gesagt, die wollen sich weiter ins Auto reinfressen und irgendwo stand es auch, glaube ich, schon, dass sie sich halt eben sogar gerne sogar bis ins Bordinstrument, also bis in die Bordsystemsteuerung, Systemelektronik einhacken wollen. Da, wo ihr ja mittlerweile mit euren Autos sagen könnt, okay, Steuerung leicht, Lenkrad schwer, Federweg kurz und was man nicht alles machen kann, Licht an, Türen zu, Licht an bei Türen zu und so weiter. Da bis dahin wollen die eigentlich dagegen rein. Das Problem ist, das Produkt hat sich zwar am Markt bewährt für dieses ganze Infotainment-Zeug, aber ob unsere Autohersteller die Türen aufmachen, wenn hier so ein blöder Apple sagt, hallo, ich würde gerne an eure andere Elektronik ran, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, da sehe ich zumindest unsere deutsche Marken gar nicht. Viel wichtiger oder viel interessanter fand ich auch hier, Headline heiße, warum das nächste CarPlay das Apple Car vorbereitet und auf der nächsten Headline ist, ich scroll kurz hoch, warum Apple CarPlay noch nicht die Autos übernimmt. So ein bisschen Widerspruch da drin. Was hier drin steht, ist genau dasselbe, hier steht derselbe Scheiß drin, Apple CarPlay will weiter ins Auto
Auto, kann ich auch verstehen, weil es ja extrem gut ankommt, weil unsere eigenen Hersteller das einfach nicht geschissen kriegen, das einfach mal vernünftig zu integrieren. Ja, woran liegt das auch da? Wieder Kooperation, funktioniert alles nicht, die sprechen nicht miteinander, die sprechen immer nur über irgendwelche, ja, offenen Quellen, wo man sich halt eben dran bedient und so weiter und so weiter. Ja, ich persönlich sage, Navigation aus meinem Tiguan, lass mal gucken, Baujahr 2018, ne 2019, doch 2018, Navi da drauf, ne? Das ist zwar schon besser geworden gegenüber meinem Golf 7, den ich mal hatte. Trotzdem, Alter, das ist so eine Gurkenwichse. Erstens noch TMC. Zweitens, ich könnte zwar über irgendwie WLAN-Gedönse, was sich nur katastrophal irgendwie verbinden lässt, könnte ich zwar Internet-Traffic für das Navigationssystem runterladen, aber wie gesagt, ey, ich brauche erstmal 10 Minuten, bis die Scheiße bei mir im Auto läuft. Wie gesagt, Tiguan, 2018, also 4 Jahre her, ne, also 4 Jahre her. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich reg mich schon wieder auf. Es ist kein Wunder, dass vielleicht auch unsere Autohersteller auf sowas mit aufspringen wollen. Dann müssen sie sich nämlich um die Scheiße, die nämlich nicht hinkriegen, nicht mehr kümmern im Endeffekt. Wir sehen es ja gerade eben, ich glaube, ein paar IT-News rückwirkend. VW hatte gesagt, irgendwie neue Software kommt erst 2024 bei denen oder sowas. Kommt, lasst es einfach sein. Interessant wird's hier, gibt nicht viel zu sagen im Endeffekt, klar, dass Apple sich wieder so ein bisschen aufregt, von wegen tralala, ihr verhindert sozusagen den globalen Forschungsdrang oder sonst was. Ich find's persönlich gut, endlich mal ein neuer Standard, ja, ich glaube, es gibt mittlerweile sogar schon einen neuen USB-D-Standard oder irgendwas wird dran rumgefummelt, keine Ahnung, ich find's jetzt erstmal gut, trotzdem meiner Meinung nach viel zu lange hin. Da steht Mitte 2024. Viel zu lange hin. Ich weiß. Die Handys, die wir erst Ende 23 sehen, die gibt es bei Huawei und Samsung und wie sie nicht alle heißen, gibt es die schon, die sind schon produziert meinetwegen oder die Stecker sind schon produziert und schon geplant, dass man sowas erstmal, aber ja, aber bitte, wenn jetzt demnächst sich ausmachen sollte, dass ein Stecker sich irgendwo durchsetzt, dann kommt doch mal früher aus dem Arsch und hört auf, da eure Canapés zu fressen, sondern entscheidet sowas einfach mal ein bisschen zackiger. USB-C ist quasi schon lange jetzt der Standard und jetzt kommen sie halt eben erst mit den einheitlichen Ladekabeln Mitte 2024. Ey, Alter, das sind noch 2 Jahre. Noch 2 Jahre. Fuck das ab, ey. Na egal, ich find's gut. Wichtiger Schritt, hier unten steht es nochmal drin, von wegen Apple verweigert, tralalala, könnt ihr selber lesen, Apple verweigert das ganze Thema und ja, was soll ich da hier, strenge Regulierungen, anstatt sie zu fördern, was wiederum den Verbrauchern in Europa und der ganzen Welt schaden wird, das ist halt eben hier von wegen Innovationen, ne, wie ich gerade eben schon ja, sagen wollte. Egal, ich find's gut, soll endlich kommen und bitte überall, ne, direkt überall, ich weiß, auch das steht irgendwo drin, ich glaube, bei Toastern ist es nicht, es gibt manche Geräte, wo es wieder nicht sein muss, egal, keine Ahnung, so liebst, so weit, wie es geht, am besten überall. Cooles Thema, wird uns irgendwann früher oder später irgendwann überrollen, ist nicht so ein Thema wie IPv6, wird irgendwann da sein und will keiner machen oder so, denn ich glaube, das Thema wird uns wirklich ziemlich schnell irgendwie mal ereilen, da Webseiten auch immer größer werden und immer mehr Datenmengen, immer mehr Streaming-Inhalte, immer mehr gleichzeitige Connections und so weiter und so weiter. Gibt es jetzt sozusagen den HTTP-3 offiziellen Standard verabschiedet. Was hängt da eigentlich hinter im Endeffekt? Ihr habt vielleicht schon mal selber davon gehört, das Transportprotokoll QUIC. Ihr kennt, ich kenne, wie auch immer, das Protokoll UDP, sowie das Protokoll TCP. Ne, UDP immer nur gib ihm und TCP wartet jedes Mal bei gib ihm auf eine Antwort. Und bei QUIC läuft das Ganze quasi so ein bisschen wie bei UDP, also einfach nur bam, 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 bam raus, kann das Ganze trotzdem kontrollieren, kann das Ganze aber auch nicht nur mit einem Stream, kann das Ganze aber auch mit viel mehr Streams. Das ist ein Vorteil, was QUIC mitbringt als Transportprotokoll. Und jetzt hat im Endeffekt, es gibt auch schon, glaube ich, irgendwie DNS over QUIC oder irgendwie sowas, gibt es, glaube ich, auch mittlerweile schon. Reden wir jetzt hier gerade nicht drüber, auf jeden Fall geht es darum, dass der HTTP-3-Standard jetzt über das QUIC-Transportprotokoll verabschiedet worden ist. Ich glaube, in unserem Chrome und unseren Firefoxen, wie wir sie kennen, ist das sowieso schon integriert. Also keine Sorge. Man muss halt eben nur die gegenüberliegende Seite darauf vorbereiten. Das heißt, wir mit unseren Apache-Webservern, mit unseren Nginx-Webservern und so weiter müssen uns halt eben dahingehend ready machen, dass wir das Ganze eben webseitentechnisch auch anbieten können. Für der mal ein bisschen mehr will, ich habe nämlich hier auf der Ionos-Seite auch mal ein bisschen runtergescrollt, mal gefunden, welche Vorteile wirklich noch dieses ganze QUIC-Thema bringt.
Ich habe es ja gerade schon gesagt hier, Multiplex-Verbindungen, schnellerer Verbindungsaufbau, weil halt eben auch, man muss hier nicht mehr auf das ganze TLS, SSL irgendwie warten. Vergabe einzigartiger Sequenznummern. Roundtrip-Trime, RTT, egal, Vorwärtsfehlerkorrektur, also ihr seht schon, das ganze Thema mit UDP wird dabei so ein bisschen abgefangen, eine Überlaststeuerung, Packet-Pacing, Authentifizierung und Verschlüsselung, Hardware-Unabhängigkeit. Also wir haben jetzt schon ziemlich viele Sachen drin, die halt eben dieses Protokoll Quick uns irgendwo bringt und wir uns, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, das wird so ein Thema sein, wo wir uns dran gewöhnen müssen oder mit auf den Zug aufspringen sollten, weil... Ja, wir sollten einfach mal mit dieses TCP und UDP, ich will es nicht abschaffen, um Gottes Willen, es funktioniert immer noch sehr, sehr gut und es soll auch noch zig Jahre gerne sehr, sehr gut funktionieren. Aber endlich gibt es hier einfach mal eine gangbare Alternative, die einfach auch verstandardisiert worden ist. Ich finde es also sehr, sehr gut. Wie soll man sagen? Jede News muss es einmal sein, damit auch der Letzte endlich irgendwann mal kapiert hat. Wir haben es, glaube ich, letztens erst hier auf dem Kanal gemacht mit Snapshots und so weiter. Stadtwerke und ÖPNV mit Ransomware angegriffen. Also hier war wieder irgendein Energieversorger. Unten hatte ich, ich will auch keine Namen nennen, wer dahinter hängt und so, um Gottes Willen. Stand hier irgendwas mit Müllabfuhren. Man konnte zum Beispiel keine Entsorgungs- und Servicegruppe Mainzer Stadtwerke und Nahverkehr betreffen. Man konnte irgendwie keinen Sperrmüll mehr bestellen. Online oder sowas. Egal. Worum geht's? Natürlich mal wieder irgendeine Ransomware-Attacke. Wie weit, wie tief, wie viel Daten? Sagt natürlich keiner mehr. Ob schon einer bezahlt hat, sagt auch keiner mehr. Vielleicht ist es ja schon mittlerweile raus. Ich habe es nicht gefunden. Aber egal, so eine News gehört halt mittlerweile, ich glaube, zum Standard einfach dazu. Und ja, wie soll ich sagen? Hoffentlich lernt ihr daraus. Ganz, ganz wichtig. Aber auch cool, mal kein Ransomware, aber trotzdem, jetzt geht natürlich der Gruß wieder an unsere Schweizer und so weiter, ne? Und an unsere österreichische Kollegen wegen ORF, die fühlen sich immer benachteiligt, wenn ich News mache, ohne Österreich und Schweiz mit zu erwähnen. Hier ist sozusagen der Schweizer Luftraum gesperrt worden. Ihr müsst euch mal überlegen, Schweizer Luftraum gesperrt worden wegen einer IT-Partner. Es geht wirklich darum, dass das IT-Netzwerk, so nennen sie es hier, irgendwie ein, nennen wir es mal, Hardware-Ausfall hatten. Steht hier auch da, Hardware-Problem. Und dadurch halt eben wirklich, ja, gewisse Kommunikationen einfach nicht funktioniert haben. Egal, wenn nicht schon der Luftraum gesperrt wird, heißt also, es müssen Luftraumüberwachungen, so wie bei uns, wie kommen die her aus Langen, ist zum Beispiel bei mir hier der Luftraum, es gibt, glaube ich, Langen, München und Bremen oder so, ach, ist ja egal, das sind die Großen, die für den Luftraum, für den großen oberen Luftraum zuständig sind. Und ja, da muss schon einiges an IT ausfallen, damit man den ganzen Luftraum sperrt, wenn jegliche Kommunikation und Handshakes einfach nicht mehr funktionieren. Ist das Ganze schlecht. Hier unten steht auch noch, das Check-in ging irgendwie, aber das Boarding sei gestoppt worden und so weiter. Aber ich fand es einfach mal interessant zu sehen, dass einfach auch das IT-Netzwerk so weit sich rein eskaliert, dass man halt eben den Luftraum sperrt. Um Gottes Willen, ich glaube nicht, dass man es hätte machen müssen, denn immer noch, und ich bin mir relativ sicher, würde man es ohne Probleme heutzutage hinkriegen, wenn man sich darauf einstellt, den Luftraum zu überwachen mit einem Stift und mit einem Zettel und mit kleinen Schildchen noch, und dann würde immer noch ganz gut funktionieren. Natürlich, wenn auf einmal ein Ausfall zu verbuchen ist, muss man darauf reagieren. Hier haben sie halt eben Luftraumsperrung reagiert. Auch cool, ganz ehrlich, ich will gar nicht damit euch durchgehen. Ich fand die Headline eigentlich ganz cool und ich will mal ganz kurz mein eigenes Resümee ziehen, ne? Ohne irgendeinen dabei wieder schlecht machen zu wollen. Tankrabatt und 9-Euro-Ticket nach einem Monat einstellen. Gute Frage. Also, Tankrabatt spürt keiner mehr von uns, sieht keiner mehr, einen Monat jetzt danach oder noch nicht mal einen Monat danach, sehen wir nicht mehr. Ölpreise sind zwar auch wieder gestiegen, aber trotzdem, ich glaube, wir sind uns alle sicher, unser Bundes, wie heißen die, Kartell-Wichser-Amt oder irgendwie sowas, die haben wir sowieso noch nie hingekriegt, gegen die vorzugehen. Da muss dringend mal hin, ein Preis, ein Tag, so wie in Österreich, und Sache erstmal geregelt. Nicht dieses Zicki-Zacki, morgen teuer, abends teuer, mittags teuer und so. Egal, da müssen wir eigentlich mal ganz dringend dran und ja, wie soll ich sagen, Tankrabatt kommt einfach nicht an. Jetzt mal wieder was Privates, 9-Euro-Ticket, ich habe keins. Ich werde demnächst aber mir eins einfach organisieren, weil ich mal wieder auf Dienstreise bin und mir gesagt habe, warte mal, ich brauche mir doch gar keine Sorgen machen, dass ich da irgendwo mit dem öffentlichen Nahverkehr durch die Gegend fahre, sondern ich besorge mir einfach das 9-Euro-Ticket und das kann ich mir auch, glaube ich, über die Bahn-App, glaube ich, einfach organisieren und dann fahre ich dann mit der U-Bahn und was nicht alles überall durch die Gegend. Ich glaube, Ausnahme bestätigen die Regel, ich gucke nochmal nach, aber ansonsten,
ja, es trifft auch da nicht jeden von uns. In meinem Fall jetzt, mich trifft das normalerweise nicht. Ich gehe jetzt auf Dienstreise vom Flughafen von keine Ahnung wohin oder sonst wo. Muss ich mich halt eben mit Bus und Bahn bewegen oder möchte ich mich gerne mit Bus und Bahn bewegen? Da ist das 9-Euro-Ticket wieder für mich geschenkt. Ich weiß, viele andere, die können die auf Ortschaften, auf dem Land wohnen, wo es noch Kühe gibt. Ich kenne hier keine Kühe, ich wohne in der Stadt. Ne? Wir haben zwar auch Kühe, die haben aber nur 2 Beine und 2 Arme. ja, was soll ich sagen? Ist das vielleicht ein Reinfall, aber ja, was soll ich sagen? Also, Tankrabatt nach einem Monat einstellen. Ja, was soll ich sagen? Wenn wir jetzt den Tankrabatt einstellen, oh oh, 2,50 Euro oder keine Ahnung wie viel, ich sag nichts. 9-Euro-Ticket, komm, hat uns wieder viel Geld gekostet, war wenigstens mal für uns. Und scheinbar kriegen die Leute, die irgendwelche super Ticket 1000 oder wie sie nicht alle heißen, irgendwie ein bisschen Kohle zurück. Also ja, drin lassen. Tankrabatt, ein bisschen fragwürdig, was da gelaufen ist. Geilste Headline, wo ich selber da erstmal saß und mir dachte, man kennt sich ja so ein bisschen aus. Man muss mal zwischendurch so ein bisschen überlegen, okay, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Inwieweit wollen die das Ganze denn hier überhaupt platzieren? Und hat Bewusstsein, ein Bewusstsein ist für mich frei übersetzt, eine Seele. Das heißt, eine Seele ist für mich, ist ja nur für mich frei übersetzt. Eine Seele ist die Stimme, mit der man, wo man sich selber mitspricht oder so. Hört sich das doof an? Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall hat Google Software wirklich ein Bewusstsein entwickelt. In dem Artikel geht es darum, dass hier diese Google KI, diese Lambda oder so, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, wohl so gut geworden ist, dass sich irgendein Forscher mit dem so unterhalten hat und dabei festgestellt hat, ja, also diese Lambda hat irgendwie eine Art Bewusstsein, eine Art Gewissen irgendwie entwickelt. Ja, die lernt ja daraus, ne, durch KI und so weiter. So dass es halt eben schon nahe liegt, dass das Ganze irgendwie, ja, wie soll ich sagen, schon menschlich wirkt oder sonst was. Ne, hier manchmal glücklich oder traurig. Das Problem ist, das kann man viel erzählen. Das Problem ist, also ich finde immer, da kann man viel erzählen und einer Maschine kann man sowas beibringen, glücklich oder traurig, und dann gibt es immer noch Algorithmen, worauf man lernt, wann habe ich glücklich zu sein, wann habe ich traurig zu sein. Das Problem ist, das zu erkennen, wann ist das eine Vorgabe oder ist das ein Resultat daraus, was passiert ist. Und wenn ich also dem Bot jetzt sage, du bist scheiße, und der kennt den Wortlaut, du bist scheiße, und verknüpft das mit Traurigkeit, dann ist das für mich keine Intelligenz. Ne, wenn ich jetzt aber dem sage, hör mal, heute sind deine Wangen aber rot. Das kann der eine als gut aufnehmen, der andere aber als schlecht aufnehmen. Die Frage ist, was würde so ein Bot daraus machen? Weil da ist wieder halt eben, okay, wie geht er damit um? Wenn er dieses Thema nicht kennt, wie soll er darauf reagieren? Glücklich oder traurig und so weiter? Schwierige Frage, deswegen ich persönlich sage, nein. Also so wirklich ein wirkliches Bewusstsein oder eine Seele oder sonst was, nein, auf gar keinen Fall. Das funktioniert mit Sicherheit alle sehr, sehr gut, dass die daraus lernen und aus Inhalten, Google ist halt eine Datenkrake, dass die lernen können aus Milliarden und aber von Milliarden Einträgen aus irgendwelchen Datenbanken und so weiter, kann ich mir echt gut vorstellen, dass die KI so gut ist und so gut auf irgendwelche, was weiß ich was, Eingaben sozusagen rechnet. Hier steht auch 7- bis 8-jähriges Kind, ne, soll das so ungefähr sein. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz, ganz gut funktioniert. Aber ein Bewusstsein, ein Gewissen, eine Seele und so weiter, aus dem Sinne, so wie wir sie als Mensch kennen, nein, definitiv nicht. Letztes Thema, auch nur ganz kurz angerissen, aber es muss mal wieder sein, weil die Medien sind mal wieder gerade ganz, ganz stark bei dem Thema. Ne? Der Bitcoin hat mal wieder gerade richtig die Grätsche gemacht. Aber so richtig die Grätsche gemacht. Ich will gar nicht lange drüber reden, ist einfach nur für euch der Hinweis, okay, Bitcoin ist wieder tief. Man könnte, wie gesagt, keine Finanztipps hier von mir. Ich bin kein Finanzberater, muss ich immer dazu sagen. Aber wenn die Medien sich drauf stürzen, dann gebe ich euch immer den Tipp, drückt mal das grüne Knöpfchen anstatt das rote Knöpfchen. Und wenn man sich das Ganze einfach mal in den aktuellen Chart reinpfeift, über die letzten 3 Jahre hinweg, ja, waren wir in einem ziemlichen Hoch oder sowas. Und allgemein gesehen, wenn ich mir diese Chart jetzt angucke, würde ich sagen, ja, es kommt auch definitiv wieder ein Hoch, und bisher kam es halt eben auch immer. Wir können jetzt nur 2 Jahre zurücksehen, da war das Ganze bei 10.000. Da glaube ich aber nicht, dass das ganze Thema hingeht. Hat natürlich ein paar Hintergründe, will ich euch alles gar nicht mit langweilen, warum der so ein bisschen abgeschmiert ist. Der orientiert sich auch immer wieder irgendwo am DAX und so weiter. Aber naja, gut, ich hoffe, die News haben euch heute wieder gefallen. Ich versuche die hier unten in der Timeline alle natürlich wieder irgendwie zu orten oder sonst was. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Kartons, die hier in meinem Urlaub angekommen sind, hier stehen neben mir wirklich Kartons bis zum Erbrechen, erstmal so sichten, was ist wo drin. Und ansonsten sehen wir uns wie immer in den Livestreams auf Twitch. Kommt vorbei, Nivea Soft, und macht's gut, schönen Tag noch.